Hallo, hier ist Katja Brandis. Endlich kann ich euch verkünden, dass das Casting für den zweiten Film losgeht. Ich weiß, ihr habt schon ganz, ganz geduldig gewartet. Eigentlich war es schon vor Januar angekündigt, ist jetzt doch Februar geworden. Und es gibt drei jugendliche Rollen zu besetzen. Und zwar sind das Mia Goldeneye, sie ist Puma-Wandlerin, Karaks Schwester und hat hellbraune Haare und ist sportlich. Im Gegensatz zu ihrem Bruder Karak hat sich Mia für ein Leben in den Bergen entschieden und will aber nun auch natürlich auf die Schule gehen und ist fasziniert von der Welt der Menschen. Außerdem gibt es noch die Rolle der Nell Greenbaum. Sie ist eine Mauswandlerin, ihr kennt sie bestimmt schon, Schülerin an der Clearwater High. Sie ist eine Person of Color und ist mit ihrer Familie in New York aufgewachsen. Sie wurde in Tiergestalt schon oft fast getötet und vielleicht ist sie deswegen ganz besonders tough, aber auch gesellig. Dann gibt es außerdem noch Frankie. Er ist ein Otterwandler, Schüler der Clearwater High, so wie die anderen auch. Frankie hat braune Haare und muntere Augen. Er ist eher klein und schmal gebaut und hat einen akrobatischen, gelenkigen Körper. Er ist Einzelkind und hat eine gute Beziehung zu seiner Mutter, die ein berühmter Filmstar ist und außerdem auch Otterwandlerin. Sein Vater ist ein Mensch. Wenn ihr euch bewerbt, dann solltet ihr zwischen 13 und 15 Jahren alt sein. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man sich mit einem anderen Alter auch in die Datenbank eintragen kann. Beim ersten Casting war das ja so, dass es manchmal gar nicht möglich war, sich dann einzutragen. Dieses Alter ist das Spielalter. Also sagen wir mal so, wenn ihr 12 seid und aber älter aussieht oder wenn ihr schon 16 seid und jünger aussieht, dann könnt ihr euch eventuell trotzdem bewerben, aber das hängt, wie gesagt, von der Datenbank ab. Das Casting macht wieder die Agentur Reeds, wie ihr vom letzten Casting vielleicht noch kennt. Und wenn ihr den QR-Code folgt, dann könnt ihr euch mit euren Daten dort eintragen in die Datenbank. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie lang läuft das Casting. Steht noch nicht ganz genau fest. Wahrscheinlich so 3 oder 4 Wochen, möglicherweise Ende Februar. Es hängt natürlich auch davon ab, wie viele Leute sich bewerben. Weil, sagen wir so, wenn das wieder die Zehntausender-Grenze erreicht, dann werden die Casting-Leute Hilfe schreien und das Casting wahrscheinlich beenden. Aber ich denke, ihr habt genug Zeit, ihr müsst nicht hektisch werden, ihr könnt gute Bilder zum Beispiel von euch machen lassen. Nein, ihr braucht keine Casting-Agentur, aber ihr solltet schon ein ganz gutes Foto von euch zu bieten haben. Das ist sehr wichtig, um euch auswählen zu können. Ja, Größenangaben machen die Filmleute ganz bewusst nicht. Weil es dürfen sich alle bewerben und die Größe ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Viele von euch haben gefragt, ob man sich auch bewerben kann, wenn man zum Beispiel aus Österreich, der Schweiz oder sowas kommt. Ja, das haben die Filmleute tatsächlich gesagt. Bewerbungen aus Österreich, der Schweiz und sogar aus Rom und Belgien sind eben beim ersten Casting eingegangen. Und sie meint, das Kind aus Rom war sogar in der engeren Wahl und die Lou-Darstellerin kommt aus Wien. Also von daher Ausland ist überhaupt kein Problem. Viele von euch haben auch gefragt, wie das denn eigentlich mit der Schule aussieht. Ja, es ist so, die Filmleute werden hauptsächlich in den Ferien drehen, soweit das möglich ist. Aber es ist natürlich auch notwendig, dass wenn gedreht wird, dass manchmal fällt das vielleicht auf einen Schultag und dann werdet ihr tatsächlich von der Schule befreit. Also das wird auch ziemlich früh im Prozess abgecheckt, ob die Schule das genehmigt und eure Eltern das genehmigen. Und leider muss die Schule zustimmen und die Eltern müssen zustimmen. Und das werden die natürlich nur tun, wenn ihr ganz gute Noten habt. Ich kann euch nicht genau sagen, welchen Durchschnitt oder was für Noten ihr haben solltet, aber ihr solltet nicht sozusagen in Gefahr sein, die Klasse zu wiederholen, sonst hat das irgendwie keinen Sinn und das würde euch ja nur gefährden. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg beim Casting, wenn ihr Fragen dazu habt. Ich bin nicht die Expertin, ich mache das Casting nicht, das macht die Agentur Reels Casting. Also, wenn ihr Fragen habt, bitte gleich sich dort an die Leute wenden und wenn irgendwas mit der Datenbank nicht klappt und so, nicht mich, sondern Reels Casting, okay? Und wir werden den Link und den QR-Code auf jeden Fall euch zur Verfügung stellen und solange das Casting läuft, wird der sicher aktiv bleiben. So, ich wünsche euch viel Glück. Es wird sicher ein tolles Filmprojekt, wie auch schon Film 1, der am 21. November startet. Ich bin sehr gespannt, den Trailer könnt ihr im Moment noch vor dem Film Ella und der schwarze Jaguar sehen und der wird in ein paar Wochen dann sicher auch noch auf YouTube und in sozialen Medien zu sehen sein. Also, tschüss!